Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal die Trendbox aus dem Monat Juni an. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Trendvader Trendbox ist eine trendige Box, die uns auf den nachhaltigen Weg des Lebens bringen möchte. Also quasi so ein bisschen Inspiration beinhaltet diese Box. 8 bis 10 Trendprodukte sind hier drin enthalten, die einfach cool sind. Also egal ob Beauty, Lifestyle, Fashion, so Food, ne, so coole Produkte erwarten uns jeden Monat für 29,95 € pro Box und pro Monat. Und ich bin dieses Mal auch sehr gespannt, was jetzt im Juni drin sein wird. Die Temperaturen sind jetzt ja enorm angestiegen, also der Sommer ist da, hallo. Und ihr bekommt mit Claudi 15% Rabatt auf eure erste Box. Und das ist jetzt im Juni eine Special-Aktion, die ich hier auf meinem Kanal anbieten darf. Ihr bekommt dazu auch von Hutch & Patch in Kooperation mit Trendvader diesen mega coolen Turban, Haarturban. Habe ich aktuell auch in Anwendung. Finde ich wirklich, wirklich gut. Also der ist klasse, auch für lange Haare sehr gut geeignet. Und der hilft euch halt einfach nach dem Duschen, dass eure Haare schneller trocknen. Und ich kann den voll empfehlen. Also meine Freundinnen haben auch letztens gefragt, boah, Claudi, hast du irgendwie noch so ein Ding und so? Ne? Da habe ich tatsächlich welche aus meinem Badezimmerschrank genommen und in meinem Freundeskreis dann verteilt. Die sind da alle auch gerade tierisch scharf drauf und richtig, richtig gut. Ne? Also wenn ihr die Trendvader Trendbox abonniert, bekommt ihr dieses Goodie mit on top und 15% Rabatt mit Claudi 15. Ich finde das ziemlich cool. Also da hat sich die Trendvader Trendbox diesen Monat was richtig Tolles überlegt. Und jetzt schauen wir mal in diese riesige Box rein. Viele von euch haben mir schon geschrieben, dass das eure Lieblingsbox ist, weil die halt so abwechslungsreich ist. Und da kann ich mich halt auch wirklich schon, einfühlen. Ne? Also wir haben hier manchmal auch sehr verrückte Produkte drin, wie ein Kilo Mehl oder so. Aber wir haben hier auch ganz neue Produkte drin enthalten, die man einfach so noch nicht irgendwo gesehen hat. Ne? Ich finde es total aufregend. Und Garden Party ist das Motto im Juni. Garden Party, definitiv. Also wenn ich jetzt hier mal so bei uns in der Nachbarschaft rumgucke, irgendwo ist immer eine Garden Party. Der Wahnsinn. Und jetzt mache ich mal den Klebi auf. Ach so, und mindestens 80 € Warenwert haben wir hier auch drin, sodass du hier ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis hast. Die Box ist gut gefüllt. Zum einen hat mir die liebe Anna hier auch noch ein kleines Dankeschön für die Kooperation gegeben. Wir bedanken uns herzlich für die Kooperation mit dir und wünschen dir viel Freude beim Unboxing. Ganz liebe Grüße, Anna. Ich finde das schön, ne, dass man hier immer so eine kleine Karte mit drin hat, wo man einfach nochmal angesprochen wird. Genauso hat man immer so eine Karte mit drin, das ist jetzt dieses Mal von dem lieben Stefan, die Info, wer deine Box gepackt hat. Auch das sammelmäßig ganz cool, weil wenn du die Karten 1 bis 10 gesammelt hast, bekommst du eine Surprise-Box. Dann haben wir hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Garden Party. Der Sommer ist da, die Tage werden länger und es ist wieder angenehm warm. Angenehm vor allem, ne? Hier oben sind es, glaube ich, gerade 45 Grad. Wenn langsam der Abend anbricht und die Lichterketten zu leuchten beginnen, laden dich laue Sommerabende ein, den Tag mit deinen Freundinnen und Freunden im Garten ausklingen zu lassen. Gemeinsam genießt ihr die sommerliche Stimmung bei einem Barbecue mit leckerem Essen und erfrischenden Drinks. Mit deiner Juni-Box bist du bestens vorbereitet für die steigende Stimmung und Temperaturen. Du entdeckst neue nachhaltige Lieblingsprodukte aus den Bereichen Wellness, Food und Lifestyle für die perfekte Gartenparty. Let's celebrate the summer. Sehr, sehr cool. Die Produkte sind aufgeführt. Ein Special Goodie ist ja auch noch mit angegeben. Denn wenn man ein 12-Monats-Abo hat, bekommt man alle 2 Monate noch ein Special Goodie mit dazu. Und wie man die Box weiterverwenden kann. Ein Rezept haben wir mit am Start. Und den Spoiler für den Juli. Das lese ich auch mal vor. Und da ist eine Lady mit einer Melone abgebildet. Ich liebe Melone. Deine Trendbox im Juli. Der Juli wird bunt, intensiv und lebendig. Du genießt das Summer-Feeling und holst Farbe in dein Leben, denn diese steht für Fröhlichkeit. Es ist dein Sommer und er soll farbenfroh, leuchtend und voller Impressionen werden. Liebe deine gute Laune. Mit der Juli-Box zeigst du deine Lebensfreude und entdeckst neue Produktideen, die dich durch den Juli begleiten, für Erfrischung sorgen und deinen Sommer bunter machen. Die limitierte Box ist ab dem 1.7. in unserem Onlineshop erhältlich. Richtig cool. Und ja, wenn ihr jetzt halt die Box abonniert, bekommt ihr diese hier. Schauen wir uns mal zuallererst das Trend-Goodie an, was dann quasi die 12-Monats-Abonnenten bekommen. Du bekommst, wenn du ein 12-Monats-Abo abschließt, die Box auch ein bisschen günstiger. Und say hello to Delicy. Vegane Parfüms. Oh, das ist ja cool. Das sind Parfüms. Delicy. Sehr, sehr ansprechend, muss ich wirklich sagen. Das ist dann, oh.
Zwei Parfums sind hier drin. Kay und Blum, Sea Bloom. Das ist interessant, guck mal. Werde ich auf jeden Fall jetzt in Anwendung nehmen. Das sind bestimmt auch total super Sommerdüfte. Und dann auch im Aufgebrauch-Video was dazu erzählen können. Lassen Sie sich von Delicy überraschen. Eine Reihe von veganen Parfums, inspiriert von der Meereswelt und umweltfreundlich. Apropos Meereswelt, ich habe aktuell eine mega coole Geschichte mit Dalton am Laufen. Und zwar, marine Kosmetik, Leute. Deswegen musste das gerade sein. Ich habe eine eigene Tasche, eine eigene Bag rausgebracht mit meinen Lieblingsprodukten. Ich verlinke euch mein Video mal im i. Und diese Woche bis zum 18.06. bekommt ihr auch 20% auf das komplette Sortiment mit Beauty Claudi. Schaut gerne mal vorbei. So, das sind die Parfums. Ich kann die jetzt nicht sprühen, weil es ist einfach hier viel zu warm. Der riecht aber auch sehr angenehm blumig. Der Kay, das ist schon mal positiv. Wird auf jeden Fall gleich mit nach unten wandern. Und Sea Bloom riecht auch sehr, sehr fruchtig. Sehr, sehr angenehm. Also die werde ich jetzt verwenden und euch dann auch ein bisschen was dazu sagen können, ne, wenn die aufgebraucht sind. Richtig cool und halt auch so ein Graspapierverpackungsdesign. Mega. Dann haben wir noch ein bisschen Naschi dabei. Also das sind jetzt die Produkte, die alle drin haben werden. Von Ricola. Schweizer Alpenkräuter, Himbeere, Melisse, wohltuend gut, lecker. Ich mag gerne Hustenbonbons tatsächlich oder generell Lutschbonbons. Und Himbeere hört sich super an und Melisse ist so ein bisschen erfrischend. Noch ein bisschen mehr Food ist hier mit dabei. Dragonfruit Duos von, Dropfruit Duos, nicht Dragonfruit, sorry. Von Red Band, das sind dann so Gummiteile. Soft Bite, Real Fruit Candy. Sowas mag ich auch sehr gerne. Ist im Sommer auch ganz praktisch, weil du halt, also das schmilzt nicht. Das ist ja interessant. Das scheinen halt so Duo-Dinger zu sein. Steht hier auch drauf, ne? Ja, das wird auf jeden Fall auch probiert. So, ich nehme jetzt mal kurz das Heftchen, weil es gibt manchmal Alternativprodukte, dass ihr dann auch Bescheid wisst. Genau, bei Red Band hätte man nämlich zum Beispiel auch Fruit and Berries mit drin haben können. So, weiter geht's. Hier habe ich was von I+M, das ist eine Naturkosmetikmarke aus Berlin. AHA BHA Serum, 8% AHA, 3% BHA. Ganz, ganz vorsichtig mit Fruchtsäure und Salicylsäure. Eine Freundin von mir hatte nämlich letztens, das erzähle ich jetzt schon zum, ich weiß nicht wie viel Mal, und es tut mir leid, wenn euch das so ein bisschen leierkastenmäßig vorkommt, aber es ist tatsächlich so, zum einen, sowas bitte super vorsichtig anwenden. Ich habe hier ein Video für euch, da schaut gerne mal vorbei, zu solchen AHA, BHA, generell Peeling Produkten, ne? Wie man die anzuwenden hat und so weiter. Da muss man die Haut nämlich wirklich vorsichtig und ganz entspannt drauf vorbereiten und nicht direkt jeden Tag verwenden oder am besten nicht morgens und abends direkt alles draufhauen. Schaut das erstmal ganz in Ruhe, ne? Dass ihr das drauf macht und dann vielleicht erst abwascht, am nächsten Tag schaut, wie hat die Haut darauf reagiert. Ganz, ganz vorsichtig, denn chemische Peelings sind Peelings, ne? Die machen wirklich was mit eurer Haut. Sehr wichtig. Aber sehr cool, dass es drin ist, weil eigentlich finde ich Säurepeelings sehr, sehr schön. Ich persönlich würde aber eher dazu raten, Säurepeelings nicht im Hochsommer zu verwenden, weil die Haut natürlich sonnenempfindlicher wird. Dann haben wir eine vegane Remoulade hier mit drin. Das finde ich interessant und das passt natürlich auch. Mehr als Bio, langjährige Partnerschaft aus Schweizer Herstellung, veganes Produkt, klimaneutrales Produkt von Naturata. Finde ich sehr interessant, weil normalerweise wird Remoulade ja quasi aus Mayo hergestellt, was ja aus Eiern hergestellt wird. Muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ne? Vielleicht eine ganz gute Sache auf dem Brötchen, wenn man sich halt irgendwie so ein Schlemmerbrötchen macht oder, keine Ahnung, im Salat oder auf einer Kartoffel oder so. Wie kann man Remoulade essen? Auf verschiedene Arten und Weisen. Dann habe ich hier von Shea eine feste Dusche drin mit Kokos und Shea-Butter. Es ist verrückt, aber mittlerweile mag ich tatsächlich Kokosduft. Wobei das jetzt nicht ganz so meine Welt ist. Die Shea-Butter kommt sehr stark raus. 60 Gramm sind hier drin. Ich bin kein Fan von festen Duschprodukten oder festen Haarprodukten, einfach weil das meine Haut, die sehr, sehr trocken ist, einfach noch ein bisschen mehr austrocknet. Ich brauchte halt doch ein bisschen mehr Pflege und so, ne? Ja, aber schönes Reiseprodukt meiner Meinung nach, weil du da halt auch wirklich an Gewicht sparst im Koffer. Bambusstrohhalme, das ist interessant. Und schwierig. Strohhalme aus Bambus. Nach Bambuszahnbürsten fangen die Firmen jetzt an, Bambusstrohhalme herzustellen. Glas, vollkommen fein. Bin ich echt sehr, sehr glücklich drüber, dass es sowas gibt. Auch Metall ist auch cool. Aber Bambus, ich bin halt kein Fan von Holz in meinem Mund. Ne? Ist vielleicht witzig, wenn man so ein fancy
ja, Getränk im Sommer so daraus schlürft. Ne? Sieht vielleicht auch ganz fancy aus, aber ich glaube, vom Mundgefühl her ist es schwierig. Ich weiß auch nicht, ob man das in der Spülmaschine waschen kann oder ob das eher ein Produkt ist, was man dann per Hand reinigen müsste. Das ist halt so eine Sache. Ne? Es ist nachhaltig, es ist neu, innovativ und interessant, aber ich weiß nicht, ob ich das cool finde. Okay, dann haben wir hier The Organic Company Everyday Napkin, Stoffservierten. Eine tolle Alternative zu halt hier Papierservierten, die man halt quasi wegschmeißt. Ne? Finde ich auch cool, weil wir halt gerne, wenn wir Gäste da haben, auch Servietten halt hinstellen oder so. Und ja, deswegen, die werden in Anwendung genommen. Ist eine gute Alternative, wie gesagt, zu Stoffservierten. Achso, man hätte anstatt von der veganen Remoulade auch eine vegane Salatcreme haben können. Auch das finde ich ziemlich cool. Dann habe ich hier ein Produkt, wo es auch Alternativen zu gibt. Und zwar habe ich hier Zitronengraspulver von Hela. Chamka, transparent und fair, Zitronengras getrocknet. Weiß ich nicht, wofür das sein wird. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Ne? Da hätte man auch andere Sachen drin haben können. Und zwar Chili-Pulver und Kurkuma. Die richtige Würze verleihst du deinen Marinaden. Ah, mit den Chamka-Gewürzen von Hela. Chamka steht für Qualität und transparent. Die Gewürze stammen von kleinen Farmen in Kambodscha, die dem Konzept der nachhaltigen Landwirtschaft folgen. Freue dich über eine der drei Sorten Kurkuma, Zitronengras oder Chili in deiner Unibox. Die Gewürze sind fair gehandelt und werden erntefrisch verarbeitet. So kannst du sie mit gutem Gewissen genießen. Interessant, da weiß ich halt einfach nicht, wie ich das dann... Also wo würde ich jetzt Zitronengraspulver integrieren? Muss ich passen. Habt ihr da Rezeptideen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Aber das ist halt fair hergestellt. Das finde ich persönlich sehr schön und unterstützenswert. Dann haben wir hier Barista von Fly No Milk Today. Das finde ich auch schön. Ohne Soja, ohne Nuss, ohne Laktose. Erbsenprotein-Drink. Aha. Sowas kann man auf jeden Fall gut in Kaffee oder so reinmachen. Oder in Müsli halt anstelle von normaler Milch, ne? Normaler Kuhmilch. Und deswegen, ja, kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ich bin jetzt kein Fan. Also, ich mag gerne Milchersatzprodukte, zum Beispiel Mandelmilch ist voll mein Ding oder Mandeldrink. Hafer, ja, doch, aber jetzt nicht unbedingt im Kaffee. Aber Erbse hat schon einen starken Eigengeschmack. Ne? Also das würde ich jetzt persönlich nicht so gerne zum Beispiel in Kakao reinmachen, weil das halt sehr intensiv schmeckt. So, Korosho hat hier noch The Cashew Company, eine Cashew-Kochcreme. Das kannst du quasi als Kochsahneersatz nehmen. Ne? Verwend mich zum Kochen und Backen. Das finde ich schön. Das kann man auf jeden Fall sehr gut verwenden. Finde ich auch eine gute Sache. Das kommt bei uns auch in den Abstellraum, dass wir da dann entsprechend das auch verwenden können. Da hätte es, glaube ich, auch keine Alternative zu gegeben. Nee. Man hätte alternativ zu dem I+M-Produkt einen reichhaltigen Gesichtsbalsam drin haben können von Elia Sahil. Okay. Der wäre meiner Meinung nach etwas mehr für den Sommer geeignet. Ne? So, und dann habe ich hier noch drin von Cleany Haushaltsartikel. Gut für dich und die Umwelt. Da habe ich auch schon von Everdrop das ein oder andere Produkt ausprobiert. Hatten wir auch schon in der Trendbox drin. Mag ich, verwende ich gerne. Finde ich auch schön und nachhaltig und für unterstützenswert. Ui, da haben wir gleich mehrere drin. Manchmal brauche ich halt einfach nur eine Chemiekeule zum Beispiel im Bad. Aber das hier ist Spüli. Und Spüli, beziehungsweise Spülmittel, finde ich großartig. Also wir haben hier quasi drei Spülmittelflaschen. Das machst du einfach in eine leere Spülmittelflasche, füllst das Ding hier rein, oder machst das Ding hier rein, machst Wasser, wartest ein bisschen und dann hast du Spülmittel. Das wird auch richtig schön dickflüssig. Das finde ich sehr, sehr cool. Und auch das werden wir verwenden. Da habe ich auch schon einige Mal von verwendet. Finde ich toll. Haushaltsartikel, gut für dich und die Umwelt. Da gibt es sicherlich auch noch unterschiedliche andere Sachen, die man sich dort mal anschauen kann. Keine Ahnung, Waschpulver oder meistens haben die halt auch irgendwelche Reiniger oder so, die man da so kriegen kann. Ne, nee, das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Bei den Trinkhalmen hätte man auch noch Alternativen haben können. Das Waschmittel. Achso, da hätte man auch noch Bad- oder Glasreiniger drin haben können. Ja. Okay, so, dann haben wir noch am Ende ein 20% Change the World with Beauty von I+M Gutschein mit dabei, mit Trend 23. Und dann wäre es jetzt auch schon mit der Unibox gewesen. Ich persönlich finde,
die Produkte in der Box sehr, sehr passend zur Trend Raider Box. Auch passend für den Sommer. Eben dadurch, dass wir hier etwas haben für einen Grillabend oder für ein Picknick, dass wir diese Bambusstrohhalme haben. Wo ich aber sagen muss, das ist gewagt, weil ich habe das jetzt auch schon öfters gehört, dass nicht jeder so gerne auch so Holzzahnbürsten mag, also Holz im Mund. Aber es ist nachhaltig, ne? Das AHA, BHA, wie gesagt, bitte lieber abends oder am besten so ab Oktober verwenden, wenn die Sonneneinstrahlung nicht mehr so intensiv ist. Cool finde ich definitiv das Trend-Goodie, was dieses Mal mit dabei ist. Und natürlich den Haarturban, wenn ihr Claudi 15 verwendet, ne? Das ist nochmal so ein richtig geiles Goodie on top. Ihr Lieben, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!